Hier, geht's da runter? Nee, da geht's nicht runter. Schade. Dem Herrn, dem Maulwurf, dem wollte ich mal begegnen. Sehr schade. Das wäre zu schön gewesen. Zum Wartungsraum. Versuchen wir das mal. Ui. Ah, hier sind wir. Da ist die Käsescheibe. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Aha, okay. Staubwedel. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Das wäre gut. Die Stuhlbein. Idee war gut, aber Lilis das Stuhlbein. Arme waren zu kurz. Das ist doch bestimmt das Stuhlbein. Ednas Stuhlbein. Oder nicht? Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Tja, schade. Go, go, Rufus Gummiarm. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Was für Pizzalieferanten? Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Ungarische Pizzalieferanten? Pizzalieferanten. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Die Idee war gut, aber Lilis Arme waren zu kurz. Mann, Lilly, lass dir doch mal längere Arme wachsen. Das gibt's doch nicht. Tja, dann erstmal aufs Dach. Oh. Der Bienenmann. Hallöchen, Bienenmann. Alte Bekannte hier. Laterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Aha. Hallo, Herr Bienenmann. Es war hoffnungslos. Der Mann im Bienenkostüm konnte Lilly von hier aus nicht hören. Tja, schade. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Tja, eine Käsescheibe. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ja, Lilly, du mit deinen kurzen Armen. Voll Knall. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Lass dir endlich längere Arme wachsen. Ah, das gibt's doch nicht. Tja. Da kommen wir auch nicht weiter. Fußnägel abknabbern. Und hier das Ding schrumm abgeschrauben. Geht leider nicht. Käsescheibe und Motten. Sehr eine Idee. Danke, Glumander. Könnte man mal versuchen. Käsescheibe und Motten. Nee, nur Laterne. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ach Mensch. Die mit ihren kurzen Armen. Vielleicht können wir noch mal mit dem Herrn Mantel reden. Schade. Ja. Hey, das ist mein Kamin. Du hast hier nichts verloren. Mit ihm können wir nur über Ruß reden. Vielleicht können wir... Denkst du dasselbe, was ich denke? Commander, das sind doch Lochkartenschnitzer. Das war wohl die falsche Karte. Es funktioniert aber. Oh, sehr gut. Jetzt können wir hier durch. Oh. Stuhlbein. Lilly hatte das Stuhlbein versehentlich abgebrochen. Nein! Nun war es spitz wie ein Messer. Hoffentlich hatte der lustige Hase nichts gesehen. Er hat es gesehen. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Okay, abgebrochenes Stuhlbein. Wir haben das Stuhlbein gefunden. Spitze Gegenstand verwenden. Ja, scheint so, als ob wir wieder in eine Traumsequenz rein müssen. Staubwedel.
Dosenöffner. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Wir müssen wieder spitze Gegenstände verwenden müssen, können. Okay, Kühlschrank, ist hier was Leckeres drin? Sieht nicht danach aus. Brokkoli. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Rote Tomaten. Gelbe Bananen. Essen. Kühlschrank leer geräumt. Gelbe Bananen. Brokkoli. Bah. Telefon. Willkommen bei Swermis Pizza Service. Sie sprechen mit Poki. Was kann ich für Sie tun? Natürlich. Alles Stalzberg 1, ist das richtig? Ich nehme an, wir sollen Sie wie immer unter dem Gitter durchschieben. Was soll denn drauf auf die Pizza? Hallo? Hallo? Ihre Bestellung bitte? Also einmal bei dem bestelle ich doch gern. Machen wir fertig. Es dauert eine halbe bis dreiviertel Minute. Schönen Tag noch. Halbe bis dreiviertel Minute? Aha. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Ungarische Pizzalieferanten. Oh. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Okay, jetzt wurde die Pizza wahrscheinlich schon geliefert. Kreditkarte. Da hatte jemand seine Kreditkarte in der Manteltasche vergessen. Ich kann bestimmt morgen. Hey, das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Sehr schön, mitnehmen. Und hinaus zum Flur. Oh, Pizza. Harvey. Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Eine Rollenspielrunde. Überwachungsraum. Pizza. Gittertür. Pizza. Hoffentlich keine Ananas drauf. Einmal Spermies Pizza Margarita. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Das scheint noch nicht richtig zu sein. Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Vielleicht. Wo ist die Karte hin? Gelbe Bananen. Rote, grüne, blaue. Werden wir noch herausfinden. Harvey. Was machte denn der lustige Hase hier? Er schien Lilly noch nicht bemerkt zu haben. Zum Waschraum. Oh je. Überrascht mich wiederzusehen. Ja, zappel ruhig. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Und jetzt halt still, bis ich mir überlegt habe, was ich mit dir anstelle. Lilly zog das als Option in Betracht, tat aber stattdessen Folgendes. Stuhlbein. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Staubwedel. Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Pizza. Das Phantom sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Wir dürfen keine spitzen Gegenstände verwenden. Harvey. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Oh je. Das heißt, wir können das Verbot auch nicht austricksen. Was das machen wir Phantom nun? Sah nicht aus, als sei es bereit, sich auf einen Handel einzulassen. Ähm, gut so. Schön stillhalten.
Und nun? Wir haben das Verbot noch nicht. Ah, okay. Ui. Sind wir hier wieder in einer Hypnosesequenz gelandet? Lilly fand es etwas klischeehaft, aber was wollte sie groß dagegen unternehmen? Einen bösen Brief an René und Poki schreiben? Ja, bitte. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie beim Weihnachtsessen im Kloster. Ach, Scheiße. Wir haben eine Feder. Vielleicht können wir damit das Schloss aufmachen. Was passiert denn hier unten? Das wird der Drache uns bestimmt gleich erzählen. Und wir können mit dem Drachenschwanz interagieren. Mit dem Drachen. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Scheint fast so. Hallo Drache. Ja, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Habe ich auch so irgendwie den Eindruck. Können wir das irgendwie... Okay, das Schloss können wir nicht öffnen. Guck mal, die Drachenschwanz. Lass das! Können wir hier mal den Drachenschwanz... Lass das! Aha. Interessant. Lass das. Okay, der dreht dann wieder zurück. Jetzt müssen wir... Ich bin schon mal lang genug hier. Kitzeln. Lass das. Kopfkratz. Aber was, aber wo, aber wie, aber... Puh. Keine Chance. Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Tja. Lass das. Aber was machen wir hier? Ist der Drachenschwanz hier einmal rumgewunden? Halte dich lieber von meinen Stacheln fern. Ein braves Kind wie du sollte nicht mit spitzen Gegenständen spielen. Hiermit können wir nichts machen. Wir können hier einmal kitzeln, hier einmal kitzeln. Gittertor. Dieser Sperr! Au! Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Aber ich soll doch nicht spitze Gegenstände anfassen. Oh, danke. Das war knapp. Ich. Oh oh. Oh je. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. Ja. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Juhu. Oh, ist das der spitze Gegenstände, Harvey? Ganz rechts außen. Oh wei. Jetzt können wir doch spitze Gegenstände verwenden. Und... Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ja, ja. Wir müssen das Verbot erst freischalten.
Spitzgegenstände verwenden. Da fehlte gerade die Animation. Aber gut. Phantom. Ah, mein Auge! Autsch. Verflucht seist du! Unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Tja.